Seid gegrüßt, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei Sonatas Gaming Edge. Und wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könnt, starte ich eine neue Let's Play-Reihe. Und diesmal habe ich mich auch für einen relativ aktuellen Titel entschieden. Um genau zu sein, ist er heute erschienen, am 5.2. Und ja, ich bin selbst, das wurde glaube ich schon durch meinen Tales of Let's Play deutlich, sehr, sehr großer Anime-Fan. Ich bin mit Digimon aufgewachsen, insbesondere mit den ersten beiden Staffeln natürlich. Und da jetzt nach einigen Jahren ein für mich wieder deutlich relevanteres Digimon-Spiel erscheint, für die PS4 dann auch noch, habe ich mir gedacht, da habe ich Bock drauf. Zumal es ähnlich sein soll wie das 2003 erschienene Digimon World 2003. Also sehr RPG-lastig. Beziehungsweise in diesem Fall eher JRPG-lastig. Ja, und das ist für mich Grund genug gewesen, das Ding vorzubestellen und mir gleichzeitig vorzunehmen, das Teil zu Let's Playen. Das wird, denke ich mal, ein etwas größerer Brocken als die bisherigen Let's Plays. Zumindest habe ich was von 50 Stunden gelesen. Ob das stimmt, who knows. Aber ich will jetzt auch mit der Einleitung nicht wieder übertreiben. Ich laber ja schon wieder anderthalb Minuten blöd rum. Ja. Digimon Story Cyber Sleuth. Find die Aussprache auch sehr merkwürdig. Gab es in Japan, glaube ich, auch schon für die PS Vita. Ist da, glaube ich, schon erschienen, soweit ich das weiß. Wurde jetzt hier für die PS4 rausgebracht. Also heute erschienen. Und ich würde sagen, ich habe genug gesabbelt. Ich starte mit euch gemeinsam jetzt ein neues Spiel. Und wir schauen mal, was uns erwartet. Oh, Change Options. Ja, mal gucken, was wir dann changen können. Das ist alles Wayne. Ja, Normal, On. Was gibt's denn? Es gibt nur Normal und Hard, okay. Ja, dann bleiben wir natürlich erstmal bei Hard. Bei Normal. Was erzähle ich für einen Schwachsinn? Enjoy Chat. Yōkoso. Enjoy Chat e. Chat room wo tentaku shite kudasai. Password wo nyūryoku shite kudasai. What the fuck? Welcome. Es gibt übrigens nur englische Texte und japanische Sprachausgabe. Aber ich denke, damit kommen wir klar. Wer ist er denn? Thank you.
Okay. Merkwürdiges Intro. And so the chatting continued. Akino and Blue Box went on with their late-night gap-fest. As always, topics were loose, with no real focus. Eventually, dawn broke outside their windows. That was the day they were finally going to meet in Eden. They spent the day much as they did the day before. And then the appointed time drew near. Können wir uns umbenennen? Your name may be seen by many people over the network. Please be careful not to include words that are offensive to others or personal information such as real names, phone numbers or email addresses. Ist ja nett von denen, dass die mir das noch extra sagen. Aber ich bin persönlich kein Fan davon, Namen zu ändern, wenn ein Name vorgegeben ist. Und wenn dieser schmucke Typ hier Takumi heißt, dann soll er so heißen. Und wir bleiben auf jeden Fall männlich. Wir sind männlich, männlich. Cojones. Aber ich könnte ja zumindest mal gucken, wie das... Ah, ja, das ist das Mädel. Das ist auch auf dem Cover zu sehen, die beiden Charaktere. Ich finde es ja immer ganz nett. Das erinnert jetzt zwar so ein bisschen an Pokémon, wo man sich am Anfang ja auch immer entscheiden kann. Männlich, weiblich. Aber ich denke, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Digimon World 2003 auch gab. Bin ich mir wirklich nicht mehr sicher. Da konnte man am Anfang auf jeden Fall ein Package aus 3 Starter-Digimon auswählen. Das weiß ich noch. Mal schauen, wie das gleich hier läuft. Aber wir bleiben bei männlich. Wir bleiben bei Takumi. Und wir loggen uns mit diesen Daten ein. Also wird es wohl keine Sprachausgabe großartig geben, wenn man die Namen ändern kann. ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間のショート取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。 従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。 Netter Zeichenstil. The entrance to Eden. This is where we promised to meet. I'm here a little earlier than we'd agreed on. I'm guessing Akino and Blue Box still aren't here.
dachte, ich kann diesmal meine Stimme schon. This will be the first time I've met them outside a chat room. I don't know what their avatars look like though. But I should be able to figure it out. I'll try making small talk with the Eden avatars in the area. Avatars, keine Ahnung. Avatars. Ja, Kamera kann man nicht drehen. Nee, das finde ich schon mal scheiße. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich gucke mich ja immer gerne um. Das ist jetzt quasi also die Digi-Welt hier, oder was? Wir labern erstmal die Leute an. Ich hoffe, es ist für okay für euch, dass ich auch in der Originalsprache Englisch bleibe, also wenn ich das vorlese. Wenn zwingend gewünscht, kann ich versuchen, die Kommentare ja, in Echtzeit auf Deutsch zu übersetzen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut funktioniert. Da geht vielleicht dann immer einiges verloren, wenn ich es vor allen Dingen wortwörtlich mache. Ist einfach etwas schwieriger für mich auch. Aber wenn ihr das gern hättet, dass ich das versuche, wir können es dann ja zumindest mal ausprobieren, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ja. Gut. Wir bleiben jetzt in dieser Ausgabe aber erstmal beim Englischen. Intellectual Businessman. That round thing with the arrow is the access point. You can use it to travel around Eden. Rude male student. Huh? What? Entschuldigung. Cowardly woman. I've heard there's an area in Eden filled with hackers. Why wouldn't the company shut such a dangerous area down at once? Boah, was ein Zungenbrecher. Shut such. Wer bist du, du mysteriöser, cooler Typ? Creepy Hacker. Ah, ja, er bleibt mysteriös. Will nicht mit uns reden. Anxious father. The devices log into Eden and the voice features are handy. Still, maybe my daughter's too young for one. I'm worried about security. Frivolous girl. I got a cell phone Digivice for my birthday. Yours are those goggles? They are pretty sweet. Next time I'll pick some up. Ja, ne? Digimon verbindet man doch unweigerlich auch immer mit so einer komischen Piloten-Taucherbrille oder was auch immer das sein soll. Taichi hatte eine, Davis hatte eine. Ich glaube, fast jeder Hauptcharakter hatte eine. Aber ich muss zugeben, ich habe die ersten zwei Staffeln nur verschlungen. Die beiden danach, Tamers und Frontiers, habe ich zwar auch noch geguckt, aber fand die nicht mehr so gut. Tamers fand ich so gegen Ende relativ nett, aber der ganze Anfang war so zäh, hat mir nicht so gefallen. Obwohl ich Gilmon cool fand. Aber nichts geht über Digimon 01, das ist so. Deswegen habe ich mich auch sehr über Digimon Adventure Tree gefreut. Also, dass es weitergeht mit dem Ursprung von Digimon. Observant Businessman. Look there. No, don't be obvious. It's a hacker. You shouldn't get too close. Ach, der Typ da hinten. International May Student. I'm locked in from abroad. It's all thanks to Eden that I can keep up with my buddies. Super cool. Ja, dann bewegen wir uns mal die Treppe hinauf. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel Ereignisreiches passiert. Wonderful Woman. Warum denn nicht gleich Wonder Woman? This entrance is one of the largest in all of Eden. There's even a pavilion further in. Have you heard of pavilions? Pavilions are places where companies can safely and securely do business over Eden. Entschuldigung. Unfortunately, they aren't open to the public. Toll, was haben wir dann davon? Modern Businessman, die mit ihrem Businessman hier. For any errands at the bank or post office, the forms can be all taken care of here in Eden. This really is a world of convenience. Ah ja. Bei manchen Wörtern würde ich auch Probleme haben, die ganz wortwörtlich zu übersetzen. Die Sätze verstehe ich alle in ihrem Zusammenhang, aber einzelne Wörter übersetzen ist manchmal nicht so mein Ding. Female Celebrity. Today I'm logging in from a top-class salon in Roppongi. Both the service and the avatar management are first rate. I've been to Shinjuku and Shibuya's Eden spots, but the login areas and cafes were packed and what's more, filthy. I deserve better.
du Arme. Bungling businessman. Wer hätte das gedacht, dass das ein Businessman ist? Oh shoot, I'm not supposed to be at this pavilion today. I messed up the URL again. Knowledgeable dude. You can use access points to get to areas with connections that are always live. But to go to any place else, you need the... Ich sag jetzt immer URL. URL dauert zu lang. You need the URL. So bescheuert das auch klingt. Flashy dude. Heard a rumor. There's ghosts going around Eden. If you ask around, you'll hear stories about the white boy. But if you look real close, the facial textures are all messed up. The arms and legs are slimy tentacles. Its real form is the demon of the creeping darkness. It comes up to your avatar and snaps it up. Chomp chomp. That's the rumor anyway. Aha. Frisst mein Avatar auf. Sehr toll. Hallo, einsame Mädel. Einsame Mädel. Einsames Mädel. Deutsche Sprache ist sehr schwierig. Nervous woman. What now? Das war's. Businessman. Unhappy aber. Even though I'm in the digital world, my avatar looks like the real me. I know it's supposed to cut down on crime, but it still sucks. Was ist das alles für Depri-Typen? Elite businessman? Nowadays, being able to work at a company's Eden branch is a huge status symbol. Oh, da hat einer ganz große Eier. Aha, da müssen wir wahrscheinlich hin, das blinkt so toll. Male student, looking for your friend? If they're not here, did you try looking in the community area? It's an open area, just like the entrance, so you can get there from any terminal. Oh. There don't seem to be any avatars like them. I guess I showed up too early after all. Kommt da jemand? There's still some time left before our meeting. I should check out some of the other areas. Ja, dann check die mal aus. Kann ich denn noch mit den anderen eben labern? Ich interagiere immer gern mit allem, was möglich ist. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich das blinkende Ding jetzt berühre, geht's weiter. Das sieht mir nämlich sehr stark nach... Ja, Fortführung aus der Story. Ich kann sowieso nichts Großes anderes machen, von daher gehen wir der Sache jetzt mal nach hier. Go to another area. Yes. Ich hoffe, wir kriegen heute noch unser erstes Digimon zu sehen. Moving in Eden. Use the directional buttons to choose a destination. If there are new areas that you can go to, they will be indicated with new. Aha. Selecting lockout from the options on the left will return you to the point you used to access Eden. You can go to Eden Community Area now. Dann machen wir das doch. Das ist aber auch so ein Glitzer-Ding. Ich habe ja noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht sind das auch gewisse Interaktionspunkte. This is the community area. I like this place. It's quiet and relaxed. My Digivice talk features getting a call. Who could it be? Deine Verabredung? Nee, doch nicht. Hä? Hey there. It's me, Mr. Navid. Just one second. You're behind schedule, silly. You're gonna be late. Hurry up. Come to Galacta Park in Kowloon. Ha! Kowloon, das kommt mir bekannt vor. Das kenne ich doch noch von dem Wugui aus Kowloon, aus meinem Shadow Hearts Let's Play. Check it out. Mal ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Ist wirklich ein tolles PS2-Rollenspiel. Sehr düster, auch JRPG-Sektor. Und sollte man mal gesehen haben. Wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, was wenig Beachtung bekommen hat, leider damals. So, genug mit der Eigenwerbung. Hurry up! Come to Galacta Park in Kowloon. Ach so. Your two friends arrived a little while ago and are waiting for you. I have a gift for you all, but everyone has to be there first.
Bubai. Ich weiß nicht, wie ich den synchronisieren soll. Ich kann keine Robo-Stimme. Kowloon? Isn't that the dangerous area full with hackers? What should I do? I have to hurry. Okay, calm down. No need to panic. I have to hurry. Wir müssen uns beeilen. Anyway, the others are waiting for me. I'd better hurry to Galacta Park in Kowloon. I've never even been anywhere near Kowloon. How do I get there? Das fragst du mich? There might be someone here who knows how to get to Galacta Park in Kowloon. I'd better ask around. You got the key word Galacta Park Kowloon. Key. During conversation, you will hear keywords. Keywords you will hear, will be marked with a lock icon. This means that you can ask a character about that keyword. If you ask about the right keywords, the lock will open and you will learn some new information. Geil, das finde ich ganz nett, die Idee. Innerhalb von Gesprächen bekommen wir also Schlüsselwörter und um da ein paar Informationen rauszusaugen, müssen wir mit Leuten sprechen, über denen so ein Schlüsselsymbol oder so ein Schloss erscheint. Und wenn sich das öffnet, haben wir neue Informationen. Energetic female student. I found a sparkly thing at the end of the street and then I saw something awesome. Toll. Ich find's so scheiße, dass man die Kamera nicht drehen kann. Pure male student. Is that the latest digivice? Sweet! If I had one, I could do so much. So, the term digivice stands for Digital Digger Standard Terminal. My buddy's cousin's friend said so. Dann wird das wohl stimmen. Oh, ich habe Halsschmerzen. Da ist so ein Typ. Wir sprechen jetzt nicht alle an. Das ist für euch auch langweilig. Da haben wir nur noch ein paar Minuten. A pathetic businessman. Kinda busy here. First keyword to remember from Mr. Nevitt. The Kowloon URL. I wonder if someone knows it. What? You want to go to Kowloon? But why? It's lawless and filled with hackers besides. If that's what you're into, we're done here. Go talk to a hacker if you want to know about it. There's a hacker-looking thug near the entrance. Don't blame me for your foolish decisions. Grow up and take responsibility for yourself. Ja, machen wir ja. Ist ja unsere Entscheidung. Hier ist niemand. Gott, Upamon Medal. Okay, das sind Items. Good to know. Near the entrance, hat er gesagt. Da muss ich ja wieder zurück, ne? Das war ja der Typ da, den wir kurz vorhin angesprochen haben, der aber mysteriös war und uns nichts weiter sagen wollte. Okay. Dann holen wir uns jetzt aber erstmal das Item da oben, denn das scheint ja auch eins zu sein. Gummimon Medal. Ich finde es schade, dass das Spiel keine deutschen Texte hat, aber es ist Meckern auf hohem Niveau. Wir können froh sein, dass wir überhaupt eine Lokalisierung bekommen haben. Das soll wirklich ein guter Titel sein. Ich bin gespannt. Bis jetzt ist es noch nicht so spektakulär. Aber aller Anfang ist schwer. I want to go to Galacta Park in Kowloon. That's what you think you want, isn't it? I'll show you the way. This is the URL to their area. Take it. Many thanks. I got the URL. Now I can't go to Kowloon. Ooh, er führt was im Schilde. Sagt er jetzt auch noch was? Who am I? You'll figure it out someday. The door's open from the terminal. Go to Kowloon. Okay, we're going to Kowloon. Level 1. Zeichenstil erinnert mich total an Summer Wars, beziehungsweise an den Macher davon, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, wie immer. Wie immer, wenn man solche Informationen braucht.
Der, der auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, gemacht hat. Hallo, sexy lady. Nee, das sagen wir jetzt lieber nicht, sonst rastet die aus. Sorry, I'm late. I'm Takumi. I go by Aiba. Ah, domo domo. Akino des. Eden da to. Hajimemashite da ne. Okay, sie muss ich nicht synchronisieren. Sie spricht selber, wenn auch auf Japanisch. Ryuka, atashi Shiramine Nokia. Yo, ra, shi, ku. Was zur Hölle? Nokia, auch ein geiler Name. Die könnten auch Geschwister sein, ne? Von der Haarfarbe. Jetzt auf einmal rastet sie aus? Ups, ich hab ein bisschen schnell gedrückt, sorry. Blue Box ist noch nicht gekommen. あいつさ、俺超幽霊探してくるわ。とかとか言って、一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつ、そういうとこあんだよね。自己中的な?イケメンだからって、調子乗っちゃってるみたいな?大体何?白い少年の幽霊?噂になってるだかなんだか知りませんけど?見つけてどうすんすか? Klar, du hast keinen Schiss. Bibirisugi datte no. Nanda, Arata-chan. Tada no Arata-chan. Yurei ka to omotta. Tagu, chikin no kuse ni ikigatte konna toko made noko noko kiten ja nee yo. Sono konna toko ni okizari ni shita no wa doko no Arata yo? Anta no chi wa nani aji da? Ah, usse usse. Tsuka. Hajimete da yo na, kochi de aou no. Sanada Arata da. Ma Freut mich auch. Der wirkt nicht ganz vertrauenswürdig, der Typ. ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない?あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん?私もこっちで初めて会った時、マジビビった。不愛想だし、自己中だし、目つき悪いし。ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間に、この辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。 ま、そのついでにな。結局、どっちも見つからなかったぜ。それどころか、一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでも、ハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ。ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。 これは世界を変える力だよ。え?え?何これ?ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。
Digimon Capture. デジモンキャプチャー?最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。 オタクが興味津々だった、そのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。 そう言えなくもないかもな。まあいいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだやだやだ、ハッカーなんてやばいよ、絶対やだよ。いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘嘘嘘嘘。 やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。 Wer war denn da? 逃がすかよ。 Arata could be in trouble. Let's go after him. We might find an exit there too. Let's go look. Boah, die Alte fängt mich leider an zu nerven mit ihrem Geschrei. Press the Dreieck button while in the field to activate the Digivice. You can save at almost any time from the save menu of your Digivice. It's not possible to save in some locations. Make sure you save frequently so you don't regret it if you do get a game over. Da ist das Digivice. Ein Digimon haben wir noch nicht. Speichern können wir. Keywords, Player, Item. Wir speichern aber erstmal. Perfekt. Ich würde sagen, wir überziehen mal ein bisschen für den ersten Part. Einfach, weil ich gerne noch ein Digimon haben möchte. Nur deswegen. Die Kamera lässt sich übrigens immer noch nicht drehen. Does the Kowloon area stretch all the way back through here? It feels totally different from the cyberspace areas on the upper part of the Eden's network. There's no trace of Arata. He may have gone further inside. I should be careful. Das Area hier ist jetzt zwar nicht gerade eine Augenweide, aber egal.
What the fuck? Ist das nicht Arata? Bitte tu mir nichts. Has been inscribed. Ah ja. What was that? Kowloon says dangerous as they say. Who knows what might happen here? I better hurry up, find Arata and get out of here. Na gut, das war scheinbar nicht. Nee, das ist jemand anders.僕そっくりの幽霊を見たって。それなら、その幽霊は僕かもしれないな。僕はエデンに住み着いた勇気と呼ぶものもいる。この世のものではない。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。 そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラム、デジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわば ハッカーの雛鳥だ。ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの。自分本当に人間だ。君はどんなハッカーになりたい？ その様子だと雛鳥どころかまだ卵からかえってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さだが、経緯はどうあれ君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら 試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムは驚くべき力。それでいい。では、未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。 That's what I want to see. ほら、君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。 Ah, guck mal! Wie cool! There are three different types of Digimon here, but you can take only one. Which will you choose? Alter, wir müssen Palmon nehmen. Es ist fucking Palmon. Oh, wie cool, ey. Ich krieg grad richtig Gänsehaut. Keine Ahnung, ich liebe einfach Digimon. Ich finde gerade keine besseren Worte dafür. That Digimon. You want Palmon? Palmon it is. You seem to have made up your mind. Okay, let's bring you out of your shell. Several steps are required to obtain a Digimon. If you discover or encounter a Digimon program, run a scan, then acquire the analyzed data. Those are all done with Digimon Capture. You can use that without any restrictions.
But just because you got the analyzed data doesn't mean the Digimon program itself is yours. First, you must convert it. You must launch the Digimon program and implement it in cyberspace, first and foremost. Only then can it serve as a digital monster, a hacking program that is not to be trifled with. What, a trifled? Unlike Scan, however, Convert is not a part of the Digimon Capture application. We hackers finally devised the technique needed, but certain rules were put in place regarding how it's used. In order to control how this power is exercised, Punkt. Your chosen Digimon program is still weak, but it will grow in power and digivolve. As you gain experience as a hacker, your program will become more powerful as well. Someday immense power might be yours. When that day comes, responsibility will come along with it. Hackers may be free spirits, but they must never succumb to chaos. Never that. I'm sure most of this went over your head, but tuck it away in the corner of your mind. Besides, merely having a Digimon capture gives you hacker status. It's a special program, but a hacker's abilities, values and goals can all be seen in how well that hacker can use Digimon programs. Because protecting the Order of Eden is a hacker's first duty. I would be very happy if you would try to become that kind of hacker. After all, hackers have been with Eden since its inception. You want the Digimon right now? I see. You heard what I had to say and decided you wanted to become a proud hacker too. Excellent. Er versteht mich nicht. Ich will einfach nur ein cooles Digimon. Ich will Palmer. Well, then, follow the steps. Start with the scan, have Digimon capture running and target a... Huh? Müssen wir sofort kämpfen? Whoa, who are you? Kommt mir bekannt vor. Ist das nicht aus dem ersten Digimon-Film, das Vieh? Scheiße. Aber ich will Palmon. Nee, das Vieh will ich nicht, das ist hässlich. Genau, hol dir lieber Palmon. Es wirkt unfreiwillig komisch, wie der Typ immer redet und wir immer nur unsere Lippen bewegen und rumgestikulieren. Das ist irgendwie blöd. I have to go help. So, liebe Leute, an dieser Stelle sagen wir aber erstmal Stopp. Ich denke, es ist auch ein guter Cliffhanger. Wir sind jetzt ein bisschen eingetaucht ins Spiel. Das war sehr, sehr, sehr viel Text, sehr viel Konversation. Aber ich wollte jetzt auch nicht nach einer halben Stunde abbrechen, weil wir noch nicht mal unser erstes Digimon gesehen haben. Ich finde, das gehört schon noch dazu, dass das im ersten Part vorkommt. Ich will ja ungefähr die Parts so bei 30 Minuten belassen, aber wenn es mal 45 Minuten werden, so wie jetzt, who cares? Für den Einstieg ist das sowieso besser jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir das nächste Mal dann Palmon unserem Team hinzufügen können und ja, wie sich dann die Geschichte so entwickelt, wie schnell wir dann andere Digimon capturen können und was sonst noch so passiert. Ich muss noch den Day One DLC übrigens mal aktivieren.
Vielleicht kriegen wir dann ja sogar sofort was. Also, herzlichen Dank an alle, die zugesehen haben. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Falls euch irgendwelche Kritik einfällt, gerne in die Kommentare posten. Ich bin immer offen für Kritik und würde mich, wie gesagt, über eine Rückmeldung sehr freuen. So, das soll es dann aber gewesen sein für diesen Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.